Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute freuen sich bestimmt einige von euch wieder, weil heute gibt es wieder LOL. Nein, es gibt nicht LOL, sondern es gibt LOL. Ich sag's dir das mal wieder. Ich weiß auch nicht, wo das immer wieder herkommt. Es kommt einfach so raus und dann ist es plötzlich da. Heute gibt es mal wieder eine neue Serie, für mich persönlich eine neue Serie. Das ist diese hier. Das sind die LOL Ice Bite Pets. Ich denke mal, dass die ein bisschen angelehnt ist an die Underwraps von LOL. Ich zeige euch mal ganz kurz eine. Diese hier, die haben wir ja schon geöffnet. Das sind ja die Underwraps, das sind ja diese Kapseln, die so ein bisschen länglicher sind. Und ich denke, dass das andere auch dazu gehört, weil da ist ja auch dieses rote Fenster mit bei, mit dem man halt diese versteckten Schriften lesen kann. Also das heißt, wir müssen hier wieder ordentlich auf die Suche gehen, müssen wieder ein paar Rätsel lösen, was woher kommt. Ich habe natürlich ganz aufmerksam eure Kommentare auch gelesen und ihr habt mir wieder ein paar Tipps gegeben, was ich wo wie finden kann und so. Es geht mit den anderen LOL-Videos natürlich auch weiter. Ich habe ja noch welche von denen, von diesen hier. Da haben auch schon einige gefragt, wann machst du denn weiter mit dem Konfetti, mit der Konfetti-Pop-Reihe? Kommt natürlich auch noch, es kommt noch ein Video, wo ich die letzten alle öffne und es wird wahrscheinlich nochmal ein extra Video geben, wo ich alle Figuren nochmal zeige. Findet ihr das gut, wenn ich das in einem extra Video nochmal mache, dass ich nochmal alle Figuren zeigen soll? Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ja, alle Figuren oder irgendwie so, dass ich es auf jeden Fall verstehe, was ihr meint. Wenn das alle, also wenn es viele auf jeden Fall schreiben, dann mache ich nochmal ein extra Video dazu, wo ich euch alle diese Figuren zeige aus dem ganzen Display, was wir alles zusammengefunden haben. Zusammengefunden? Was? So, ich muss ja auch nochmal sagen, ich hatte ja eine Abstimmung auf meinem Community-Tab. Schaut da auch gerne mal vorbei. Da frage ich euch jetzt zwischendurch immer mal ein paar Sachen. Lad vielleicht nochmal ein Foto hoch oder sowas über irgendwelche Infos zu den Videos. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen oder irgendwie Sachen halt beantworten. Da habe ich euch auf jeden Fall gefragt, was wollt ihr als nächstes noch sehen? Was soll ich mir kaufen? Und das ist sowas von eindeutig gewesen. Ich glaube, es waren irgendwie 64% oder so, die alle gesagt haben, ja, Lil Sisters. Und ich habe mich drüber gefragt, oh Gott, warum habe ich das überhaupt angeboten? War ja eigentlich klar, dass ihr LOL Sisters haben wollt. Ich hätte gerne mal gewusst, was ihr von den anderen Sachen gerne noch gesehen hättet. Ich denke, das zweite wäre auf jeden Fall der Pupsi-Slime. Den würde ich mir trotzdem gerne nochmal kaufen. Vielleicht kaufe ich mir da einfach nur irgendwie so 3, 4 Stück davon und dann schaue ich mal irgendwie, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Dann können wir ja sonst immer nochmal weiter gucken. Und dass die Hatchimals so wenig gekriegt haben, da war ich irgendwie ganz überrascht. Vielleicht kennt es ja auch nicht so viele von euch. Es gibt ja auch diese kleinen Eier zum Beispiel von den Hatchimals zum Sammeln. Naja, es war auf jeden Fall sehr eindeutig, dass ich mir jetzt die Lil Sisters auch noch bestellen muss. Und da bin ich jetzt schon am gucken. Ich hoffe, ich kriege da ein ganzes Display, weil das ist nicht so einfach zu bekommen. Ich schalte schon mal runter und dann seht ihr nämlich auch das hier. Das ist schon ganz schön damaged, also ganz schön kaputt gegangen. Hier überall ist es ein bisschen eingerissen, hier auch, weil das Display hat einen sehr, sehr weiten Weg hinter sich. Display ist übrigens das hier, was ihr seht, weil ich hatte auch schon ein paar Fragen, was ist denn Display, warum sagst du immer Display? Diese ganze Verpackungseinheit, das ist ein Display. Das gibt es bei ganz vielen verschiedenen Sachen, das ist immer ein Display, wenn man so eine komplette Verpackungseinheit bekommt. So wie ihr das zum Beispiel halt jetzt auch im Laden finden würdet, das ist ein Display. Das hier kommt nämlich aus Amerika und ist einen sehr, sehr weiten Weg gefahren, also gefahren, geflogen natürlich eher. Es ist auf dem Weg leider ein bisschen kaputt gegangen. Aber wir hoffen mal, dass es den kleinen Tierchen hier drinnen noch gut geht. Ich hole mal direkt eine Kugel raus. Ich weiß noch gar nicht, wie viele ich öffne dieses Video. Ich denke mal 3 Stück erstmal zum Kennenlernen, damit wir erstmal wissen, wie es überhaupt aussieht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da Wasser zu brauche. Ich hole nebenbei schon mal ein bisschen ran, ob ich Wasser dazu brauche, ob ich die auch irgendwo eintunken muss wieder, ob die die Farbe verändern. Das werden wir jetzt gleich mal rausfinden, was die so können. Hier ist auf jeden Fall wieder eine Lupe mit dabei. Das heißt, man kann wieder irgendwas lesen. Das hätte ich euch ja eben auch schon mal zeigen können, das war auf der Verpackung auch drauf. Hier ist nämlich als erstes Lupe, dann sieht man hier wieder eine geheime Nachricht, dann ein Fläschchen. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube Schürchen. Ah ja, Schürchen sind das für die Tiere. Ich habe mich schon gewundert, aber es sind 4 natürlich. Die Viere haben ja auch Tierfüße. Was? Die Tiere haben ja 4 Pfötchen. Deswegen brauchen die natürlich auch 4 Schuhe. Dann haben wir hier eine kleine Schaufel. Hä? Zum Katzenklo sauber machen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Eine kleine Made? Ich glaube, das ist ein Halstuch. Wir werden es gleich feststellen, was das ist. Ah ja, guck mal hier, die hat sogar ein Halstuch an. Und die glitzert. Ich will auch so eine Glitzer haben. Ich hatte noch nie eine Glitzer. Oh, und die wieder hier. Plus Wasser ist gleich Fragezeichen. Ah ja, okay, da muss ich mir wahrscheinlich gleich nochmal Wasser organisieren. Werden wir gleich mal sehen. Oh, wie süß, hier voll in einem Hundeknochen. Das ist auf jeden Fall hier außen die Verpackung. Oh, ich habe noch eine Frage. Habt ihr mal Lust? Ich gehe mal hier kurz an den Reißverschluss. Oh, das geht ja richtig gut. Sieht aus wie ein Gürtel. Oder wie so ein Halsband. Boah, das sieht richtig gut. Nee, was ich fragen wollte, habt ihr mal Lust, dass ich mal eine Fake-LOL-Kugel kaufe und die mal vergleiche mit den anderen LOLs? Das wäre auch total spannend. Vielleicht frage ich das auch nochmal im Community-Tab, wenn ich jetzt hier nicht so viele Antworten habe, weil das würde mich total interessieren, wie das ankommen würde, dass wir einmal wirklich eine echte und eine falsche LOL-Kugel vergleichen miteinander. Die sind nämlich sehr, sehr viel billiger. Ach so, genau, ich müsste euch nochmal sagen, was die kostet. Was habe ich denn hier für eine bezahlt? Okay, ich blende euch das
hier ein, jetzt, was die kostet, weil bei den anderen, bei den Underwraps zum Beispiel, die kosten 14,99, die LOL Surprise, die sind ein bisschen günstiger, die Konfetti-Pop-Dinger meine ich, die gelben, die kosten, oh Gott, lasst mich nicht lügen, entweder 12,99 oder 13,99, irgendwie sowas um den Dreh. Jetzt haben wir hier schon die Nachricht, aber wo ist denn bitte die, hä? Wo ist denn die Lupe? Hier haben wir jetzt eine Nachricht drin. Und die Nachricht kann ich nicht lesen, weil ich keine Lupe habe. Vor allem ist das voll fies, weil hier sind auch Zeichen drin und es ist drauf und da ist keine Lupe drin. Hä? Nicht, dass das jetzt auch Fake-Dinger sind. Ich hoffe nicht. Ich brauche auf jeden Fall eine Lupe. Also ich denke mal, das hier ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, welches Tierchen wir rausholen können. Moment, ich hole mal kurz meine andere Lupe und dann wissen wir, glaube ich, mehr. Bin gleich wieder da. So, hier habe ich erstmal die Lupe von den Underwraps. Die passt natürlich hier auch. Okay, hier sehen wir eine Krone, eine Biene. Und, was steht da? Sollen wir wieder umdrehen? Ah, wenn wir umdrehen, sehen wir hier Queen Bee. Ich glaube, Queen Bee ist auch eine LOL-Puppe. Die hat vielleicht auch mal ihr passendes Pet dazu. Da müssen wir hier natürlich auch nochmal wieder suchen nach irgendwelchen Nachrichten. Aha, hier sehen wir wieder ein E. Und was habt ihr mir gesagt? Man muss das eintragen. Hier daneben ist nämlich so ein Halsband. Auf unserer Nachricht, da war auf jeden Fall irgendwie, waren immer solche Zeichen. Und dann muss man das da eintragen und dann am Ende hat man dann eine komplette Nachricht. Ich glaube, man braucht von jeder verschiedenen Kugel den Buchstaben, also von den LOL Pets, von den LOL Sisters, Lil Sisters zum Beispiel und von den Underwraps, damit man das Rätsel überhaupt lösen kann. Also das ist so meine Vermutung. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder ob man halt das auch mit einer voll kriegt, weil bei der letzten hatten wir ja immer den gleichen Buchstaben. Deswegen, ich weiß nicht genau. Schauen wir mal hier rein. Oh, schade, eben ging doch der Reißverschluss so toll. Da, da, da. Jetzt geht er wieder, oder? Ah! Okay, versuchen wir es nochmal von der Seite, wo eigentlich der Pfeil steht. Na, immer noch nicht. Okay, dann reiße ich es mal hier seitlich auf, weil wir haben ja jetzt gesehen, der Buchstabe war E. Genau, E und hier ist Halsband. Das müssen wir uns merken. Hä? Was ist? Hä? Hier ist ja gar nichts. Hä? Wieso ist hier nichts? Habe ich vielleicht einfach eine Fail-Kugel gehabt, wo das in der falschen Reihenfolge drin ist? Weil hier ist nichts. Hier haben wir jetzt das hier. Ich bin völlig verwirrt. Okay, wir lesen mal kurz, ob hier irgendwas ist. Okay, also das hier ist eine Tatze. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist ein T und eine Tatze. Und hier steht bestimmt auch wieder irgendwas. Hier steht Z, 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 Z. Also das heißt, es schläft gerade, das Tier. Das ist ja eigenartig. Jetzt müsste eigentlich die Flasche irgendwo kommen. Hä? Aber hier ist nichts. Hier kann ich nur... Was kann ich denn hier tun? Hier sind Pfeile. Oh, ich kann es aufdrehen einfach. Okay, hier kann ich es aufdrehen und dann sind hier ganz viele Sachen drin. Aha. Na toll. Da ist die Lupe oder was? Was soll denn das? Was bringt mir denn, wenn ich das alles schon kaputt gemacht habe, hier die Lupe? Das ist doch voll blöd. Warum ist denn die Lupe da drin? Och Mann, wo? Ich will erstmal hier... Nee, warte. Erstmal gucke ich, glaube ich, in die Tüten rein und dann gucke ich nochmal auf die Anleitung. Gucken wir hier nochmal. Hier sind auch ein paar Tätzchen drauf. Und hier kann man dann auch geheim nochmal LOL lesen. Hier ist auch noch was versteckt. Hier steht, what's inside? Also was ist hier drin? Da bin ich auch gespannt, was ist hier wohl drin? Das heißt, ich habe hier aber gar keine Reihenfolge, in der ich das öffnen kann. Was kommt da jetzt raus? Okay, das hier ist die kleine Schaufel. Das ist eine kleine Schaufel mit einem Hufeisen drauf. Hä? Haben wir ein Pferd? Wahrscheinlich nicht, oder? Gucken wir mal in das Größe hier. Ich glaube, das hier ist ein Tuch. Ich glaube, das könnte das Halstuch sein. Oh, und eine dicke Tatze, ein dicker Pfotenabdruck. Hier steht auch nochmal was versteckt. Hier steht, open me, öffne mich. Okay, wir öffnen dich. Aha, für den Kopf ist das wahrscheinlich hier so ein, ne, ihr wisst schon Bescheid, was das sein soll. So ein Kopfschmuck. Aha, noch mehr Tatzen. Hier steht wieder What's Inside. Und das ist die Flasche. Okay, das ist wieder die Flasche, die kennen wir auch schon. Die sieht immer so ähnlich aus. Also was heißt immer? Gibt mehrere, die so aussehen, halt immer in verschiedenen Farben. Hier steht wieder Missing und ist wieder ein Kätzchen. If you see meow, genau. Oh, da wird gereimt. Dann ist das hier verpackt in diesem Zettel. Ich weiß ja noch nicht, was wir haben. Deswegen, ich lege den erstmal so zur Seite und dann, das ist irgendwie auch noch was. Da muss ich gleich auch nochmal reingucken. Sollen wir da jetzt erst reingucken? Nee, ich will erstmal wissen kurz, was da drin ist. Ob hier noch irgendwas Krasses draufsteht? No surprise. Nochmal eine Tatze. Okay, auch wieder Open Me. Das ist auch wieder alles gleich. Und da ist das Tierchen drin. Oh, was ist das? Das sieht aus, ein bisschen aus wie ein Pferd. Hä? Ist das, gibt es sowas? Ist es ein, gibt es ein Pferd? Es kann ja sogar die Beine bewegen. Oh, ach ja, natürlich. Das andere kann ja auch die Arme bewegen. Voll süß. Kann es auch den Schweif hier bewegen? Nee, das geht nicht, leider. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch irgendwelche Sachen kann. Auch voll süß hier mit der Frisur. Mit den kleinen zwei Zöpfen. Oh, und es hat irgendwie so, sind das, doch, guck mal, ah, deswegen, da waren da auch Hufe drauf, das ist wirklich ein Pferd. Da unten sind kleine Hufeisen, oh Gott, ist das goldig.
Hier gibt es auch wieder eine kleine Zahl unten drauf. Ich weiß nicht, ob das immer für die Echtheit steht. Guckt euch mal die kleinen süßen Öhrchen hier an. Oh, das ist auch voll süß. Ich wusste gar nicht. Ich dachte immer, es gibt irgendwie nur Hunde und Katzen. Aber ich glaube, das sollte wirklich ein Einhorn ist es ja nicht, weil sonst hätte es ja hier vorne ein Horn. Aber es sieht echt aus wie so ein kleines süßes Pferdchen. Moment, wir finden das hier erstmal. Hier oben ist es. Ah, ein Showpony. Ein Showpferd ist das. Schade, es ist leider ein Popular. Ne? Also es ist halt ein blauer Punkt, das heißt, es ist nicht selten. Aber ich finde es ja mega süß. Das müssen wir natürlich gleich noch anziehen. Kriegt gleich erstmal hier seinen Bimsel da auf den Kopf. Und hier sieht man schon wieder, welche es noch gibt, die noch nicht draußen sind. Hä? Da ist... Aha. Ah, da kann man sogar schon Bilder sehen. Manchmal sieht man aber auch nur ein Fragezeichen. Ah, okay. Also hier kann man tatsächlich auch schon Bilder sehen. Hier wieder Fragezeichen, Fragezeichen. Da weiß man es noch nicht so genau. Der ist ja auch geil. Okay, ich will noch gar nicht zu viel sehen. Da sieht man auch schon Bilder. Ein Bild und ein Fragezeichen. Zwei Bilder. Zwei Bilder. Ich meine, gut, die Bilder, die sagen einem jetzt auch nicht so viel, weil die relativ klein sind und man nicht so viel erkennt. Ah, oh, das ist aber auch Retro-Club. Mhm. Ein Fuzzy. Wie, der ist flauschig. Oh, ich will einen Flauschi haben. Oh, wie cool. Der Flauschi, ja, der ist auch noch selten. War natürlich klar. Quatsch, der ist gar nicht selten. Der ist einfach nur fancy. Und hier auf der Rückseite haben wir auch wieder eine Nachricht. Hey, Pets Secret Message. Ach genau, hier steht nämlich auch, vielleicht verstecken sie sich auch in der Under Wraps Secret Message und in der Little Sister Secret Message. Das heißt, diese Message gehört offensichtlich für alle zusammen. Und da muss man halt das hier ausfüllen. Hier unten sind diese Zeichen und da müsste man das dann ausfüllen, was man halt gefunden hat. Dieses Mal hatten wir das, da hatten wir das Halsband und das war ein E. Das muss man dann eintragen. Und was hatten wir denn beim letzten Mal? Gott sei Dank habe ich das. Ach genau, da hatten wir die Newspaper hier. Ich glaube, das war ein G. Krass. Und jeden Buchstaben gibt es nur einmal. Das ist ja heftig. Und dann ist wahrscheinlich am Ende der Name. Tatsächlich. Oh, boah. Wie viele muss man denn da finden? Und ich hatte ja schon einen doppelt. Oh mein Gott, wir werden diese Nachricht nie vollkriegen. Das ist ja heftig. Naja, gut, okay. Ich bin immer noch etwas verwirrt, dass meine Lupe hier woanders gewesen ist. Jetzt will ich noch wissen, kann man euch auch noch ins Wasser tauchen? Passiert da auch noch was? Gucken wir einfach mal in die Anleitung. Also, auch hier kann man wieder diesen LOL-Ball mit dem hier zusammenfügen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Halsband. Total niedlich hier. Da kann man das nicht verschließen eigentlich. Hier ist auch nochmal sowas. Sieht ein bisschen aus wie ein Gürtel. Und dann kann man das wieder hier reindrücken. Links und rechts. Und dann kann man die Kugel einfach so zumachen und kann das halt tragen. Schleppen, wie ich im letzten Video gesagt habe, was auch jemand kommentiert hatte. Schleppen, weil die Kugel ist ja so schwer. Die wiegt bestimmt 20 bis 30 Kilo mindestens. Nein, Spaß. Achso, jetzt wollte ich gerade schon das hier zeigen. Nein, ich wollte erstmal natürlich gucken. Ja, klar, das muss man auspacken, das machen wir gleich. Hä, was ist da denn drin? Sonne? Irgendwas macht das mit Sonne. Und nein, wir haben keine Sonne, was sollen wir tun? Ah, da sind Schuhe noch drin. Das kann man ausschütten und dann kann man hier Wasser reinmachen. Und dann kann man da drin das Tierchen hier baden. Und da wahrscheinlich auch mit der Flasche sozusagen drin spielen. Also man kann diesen Ball wiederverwenden. Oh, der ist ja mega süß. Habe ich gerade nur gesehen. Der ist ja mega süß hier innen. Das ist eine kleine Maus. Mein Gott, ist das niedlich. Oh Gott, das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Wollknäuel oder vielleicht ein Schwimmbecken oder so. Weil das ist ja auch so, dass man es hier hinstellen kann. Ne? Das ist hier unten ein bisschen gerade, sodass man das auch abstellen kann. Voll niedlich. Was ist hier oben drin? Ach, hier oben, das sieht ein bisschen aus wie so eine Decke. So eine Steppdecke. Hier mit diesen Knöpfen immer drin. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr sowas auch zu Hause. Manchmal ist das auch so auf so einem Sofa drauf, dass da immer so Knöpfe drin sind. Ach, guck mal eine an. Und das kann eventuell sogar auch pupsen oder irgendwas anderes tun. Da kann man es reinmachen. Auch hier wieder mit der Flasche. Dann kann es entweder weinen oder spucken oder halt dich in die Hose machen. Ah, und auch hier wieder. Bei kaltem oder bei warmem Wasser verändert es sich. Hier hat man sogar direkt ein Beispiel. Hier verändern sich die Haare. Hier verändert sich unten das Outfit. Da ist das Outfit weg und hier sind die Haare so leopardenmäßig. Das ist ja niedlich. Okay, das heißt, sowas kennen wir ja schon. Dann können wir nochmal gucken, was kannst du denn überhaupt? Habe ich eben nicht gar nicht geguckt. Sie verändert die Farbe oder sie weint. Oder beides. Ich weiß es nicht. Das machen wir am Ende des Videos wieder. Dann gucken wir nochmal, was du kannst. Jetzt machen wir erst das einmal auf. Ah, und es geht genauso super wie bei den anderen Malen. Nämlich gar nicht super. Ich mache mir noch meinen Nagellack kaputt hier. Ich reiße es einfach auf mit Gewalt. Geht auf. Ach, das ist ja schon mega süß gemacht hier auch wieder mit den Tatzen. So ein kleines Herzchen. Oh nein, ich glaube, das ist ein Kackehaufen, oder? Ja, das sind so kleine Kackwürste. Und das in der Mitte auch. Das hat so Kackwürste, LOL gekackwurstet. Irgendwie niedlich. Schwupp. Wow. Oh. Ist das Knete oder Sand? Oh, ich glaube, das ist magischer Sand oder so. Moment. Ich habe ja eine Schaufel. La la la. Warte mal, wo schaufel ich das denn hin? Hier rein. Wir schaufeln hier mal. So. Ich schaufel mal den magischen Sand hier raus.
Der ist ja cool. Da muss ich gleich noch ein bisschen durchkneten. Okay, ich sehe hier schon was. Ich sehe hier schon die Schüchen. Nee, das sind gar keine Schuhe. Die haben gelogen. Du hast gar keine Schuhe. Das wäre auch viel zu schade mit den schönen Hufeisen, meine ich. Nee, wir haben was anderes. Wir haben so ein Geschirr hier fürs Pferd. Ein Showgeschirr. Ich muss erstmal hier den ganzen Sand hier befreien. So. Das ist ja voll goldig. Bin ja mal gespannt, ob ihr die auch schon mal hattet. Ob ihr auch schon mal eine von den LOL-Pets hattet. Weil manche haben sich das ja auch schon gewünscht. Haben gesagt, ich soll die unbedingt mal machen. Und auf die habe ich mich besonders gefreut. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich freue mich total auf die Pets. Hä, wo ist es denn? Ach da. Es schläft. Habe ich es fast übersehen. Ja, man sollte es natürlich auch andersrum anziehen, weil es gehört ja hier durch. Oh, Mensch. Zansi, was machst du wieder für einen Mist? Ja, ich weiß. So rum gehört das. Oh! Entschuldigung, mir ist es kopflos. Ich habe einfach den Kopf abgerupft. Aber ich habe ja gehört, das kann man sowieso ganz einfach machen. Man kann ja wohl irgendwie den Kopf abmachen und dann kann man halt auch sehen, wenn da ein Schlauch oder sowas drin ist oder irgendwie sowas in der Art, dann kann sie Pipi machen, die Figur. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, sieht man ja, hier kann sie es auf jeden Fall nicht. Hier ist der Kopf einzeln. Du bist aber süß. Du bist ja richtig süß. Ich mag dich. Ich finde es so schade, dass sie keinen Namen hat. Sie heißt einfach nur Showpony. Okay, das hier ist dein Reifen. Dein Haarreifen. So sieht sie dann später fertig aus. Mit der Flasche hier. Okay, schön. Machen wir uns mal an die nächste. Da sieht es wieder so aus, weil hier steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich dachte natürlich, dass sie halt so sortiert sind. Aber nein, sie sind gar nicht sortiert. Und das ist natürlich ziemlich blöd, wenn man dann die Lupe nicht hat am Anfang. Aber wenn man die Kugel irgendwo im Geschäft zum Beispiel öffnen würde, dann hätte man ja das Display und da kann man ja eigentlich auch reingucken. Weil auf dem Display ist ja vorne dieses runde Fenster und da kann man auch reingucken. Ich drehe das hier einfach mal wieder so auf, weil das bei mir eigentlich nur ganz gut funktioniert. Irgendwie besser, als wenn ich es am Reißverschluss öffne. Weiß ich auch nicht, bin nicht so der Reißverschluss-affine Mensch, offensichtlich. Keine Ahnung. Hier ist wieder unsere geheime Nachricht. Da gucke ich schon mal drauf, weil ich ja jetzt meine Lupe hier habe. Jetzt kann ich das ja auch sehen. Schauen wir mal, was das für ein Hinweis ist. Eine Glühbirne und eine Hose. Was ist das denn bitte? Ich lese hier Smarty Pants und ich weiß nicht, was die von mir wollen. Also, ich lasse mich mal überraschen. Keine Ahnung, was das werden wird, aber okay. Dann, ja. Hier müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Auf... Ach, schon wieder hier. Wir haben schon wieder hier E und das... Ach, schon wieder. Ich habe immer nur die gleichen. Wie kann das sein? Ist das so? Hat jemand von euch mal einen anderen Buchstaben gehabt oder hat man immer die gleichen hier bei den Kugeln? Ich meine, bei dem anderen Mal hatte ich das ja auch so. Hatte ich auch mal die gleichen Zeichen. Die gleichen Zeichen. Komm schon, jetzt kriege ich es aber auf hier. Ja, 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 ja. Das kleine Stück hier noch. Ja. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man es mal ordentlich aufkriegt. Hier ist wieder nichts. Warum gibt es denn eigentlich überhaupt noch hier einen weiteren Layer, wenn doch da gar nichts ist? Also das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Hier ist wieder ZZZ. Oh nee, nicht, bitte nicht die gleiche. Tatze und Tee. Ja, Tatze und Tee, genau. Kenne ich auch schon. Warte mal, aber die eben war hellblau. Diese Kugel hier, die ist jetzt rosa. Hm. Wow, das ging richtig gut. Und die hier kennen wir auch schon. Das ist Babydoll eigentlich, ne? Babydoll, das Tier dazu. Mioni steht hier. Okay, da steht schon mal was anderes drauf. Ach so, warte mal, vielleicht war das ja auf dem anderen auch. Ich habe das gar nicht gesehen, da war ja noch was geschrieben. So, wir drehen das hier. Wir drehen das hier, es ist auf jeden Fall keine Goldkugel. Das hier innen ist auch wieder gleich, auch wieder mit dem kleinen Mäuschen. Da ist wieder meine Lupe. Oh, das ist auch eine andere Farbe, das ist pink. Das andere war so ein bisschen rosa. Mal kurz zum Vergleich. Das hier ist ein bisschen heller gewesen als das. Das hier ist ganz dunkelpink. Das machen wir am Ende wieder auf, ne? Hier auch wieder das gleiche Halsband. Das ist die gleiche Aufmachung wie eben. Und dann schauen wir erstmal wieder hier in die kleinen Tütchen rein. Ich schaue mir immer vorher einmal ganz kurz die Sachen mit der Lupe an. Wenn irgendwas Neues kommt, dann zeige ich euch das. Wenn nicht, dann schneide ich das einfach raus, weil so spannend ist das dann auch nicht, ne? Wir haben eine dreckige Schaufel. Die ist tatsächlich voll dreckig. Da ist bestimmt noch ein bisschen Katzenpups dran. Ein Herz ist auf jeden Fall drauf. Und hier oben ist eine Feder. Ob das auch schon ein Hinweis ist? Das ist bestimmt ein Hinweis. Oh, wie süß! Ein Herz und hier hinten an der Seite sind so kleine Flügel eingestanzt. Das ist ja goldig. Oh, ach so, auf der Seite ist das auch so. Okay, das hat man gar nicht so gesehen. Aha, vielleicht ist das ja irgendwas Vogelmäßiges. Hier ist irgendwas Kleines. Was ist da denn? Eine Brille. Aha, ein Pet mit einer Brille. Na, da bin ich mal gespannt, was das Pet wohl lesen will. Okay, das dürfte wahrscheinlich die Flasche sein. So. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Die Flasche ist mir tatsächlich komplett neu. Das ist so ein durchsichtiger Behälter, richtig. Blauer, durchsichtiger Behälter. Cool. Das andere auch so ein bisschen in blau gehalten. Und das hier, das sieht jetzt irgendwie ganz schön klein aus. Hä, wieso ist das so klein? Oh, wisst ihr, was ich noch vorhin gesagt habe?
Oh, erinnert sich der eine oder andere gerade, was ich vorhin haben wollte? Moment, einmal kurz, guck mal, steht da? Open me, okay. Ich glaube, es ist der Hamster. Ich glaube, es ist der Hamster mit der dicken Brille. Weil der ist doch kleiner, oder? Der ist kleiner als die anderen. Nein, das ist er nicht. Oh Mann. Oh, die ist aber auch süß. Ach, das ist aber auch niedlich. So eine kleine Eule. Oh Gott, oder so ein kleines Käuzchen. Oh, die Pets sind ja wirklich total niedlich. Kann man den bewegen, den Schwanz? Nee. Oh, aber sie könnte vielleicht... Oh, sie könnte vielleicht Pipi machen. Oder sie könnte ein Ei legen. Das wäre dann aber ungefähr so mini klein. Wahrscheinlich eher nicht. Voll süß hier mit den roten Haaren. Die kleinen Schleifen hier noch im Haar. Oh Gott, die ist voll niedlich. Die kann man natürlich auch füttern hier, ne? Na, trink. Warte mal, die setzen wir ja nochmal hier die Brille auf. Passt das überhaupt? Oh ne, echt jetzt? Oh Gott, was für eine Riesenbrille ist denn das? Ich glaube, das muss hier irgendwie so ein bisschen aufliegen. Aber ich bin gerade etwas verwundert, ob das wirklich zu ihr gehört oder ob das eigentlich zu ihrem Frauchen gehört. Aber es sieht doch, es sieht schon niedlich aus, ne? Die kleinen Füßchen hier. Die wird wahrscheinlich aber auch keine Schuhe haben, kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen jetzt mal gucken, was bei ihr jetzt mit dabei ist. Sind doch bestimmt keine Schuhe. Also eigentlich wundert mich das auch, warum das da vorne drauf stand. Vorne stand ja drauf, was da alles mal mit bei ist und dass da immer Schuhe bei sind oder sowas. Und da bei, eben bei dem Pferdchen, da waren ja auch ganz andere Sachen bei. Da war ja auch keine Schuhe. Keine Schule. Ja genau, keine Schuhe waren dabei. Hä, voll komisch. So. Ah, der Sand ist auch ein bisschen dunkler. Der ist blau. Voll cool, ey. So, den Sand schaufeln wir auch hier wieder raus. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Der Sand ist echt cool. Ah, da kommt wieder irgendwas. Also ich glaube, es sind keine Schuhe. Das sieht aus wie... Was ist denn das wohl? Gürtel? Ist das ein Gürtel? Oder ein Hals? Oder oh, eine Kette vielleicht. Ich glaube, das ist eine Kette. So, warte mal, das kann ich hier schon rüberschütten. Ja. Oder ein Schlips. Oh nein, das ist ein Schlips. eine mini klitzekleine Krawatte. Ja, klar. Die Eule arbeitet im Büro oder sowas, glaube ich. Eine Büroeule. Wie süß. Mit einer klitzekleinen Mini-Krawatte. Ah, okay. Ja, wir gucken danach mal wieder, welche wir am schönsten finden, ne? Mir fällt es jetzt schon schwer, nach den beiden schon zu sagen, boah, ich hoffe, jetzt kommt so ein richtig krasser Knaller, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall das Beste. Bisher finde ich es voll schwierig, mich irgendwie für eine von den beiden zu entscheiden, weil ich die beiden total süß finde. Und auch so verschieden. Also, eine Kugel mache ich noch, weil ich habe schon gemerkt, ich habe da ganz schön lange jetzt schon für gebraucht. Wir gucken mal, wie wir das dann bei den nächsten Videos machen, wie viele ich davon mache, weil ihr wisst ja, ich habe ein ganzes Display und es sind insgesamt 18 Kugeln. Ja, Maja, so soll das doch mal aussehen hier. Das war perfekt. Und ich weiß halt noch nicht genau, wie ich jetzt in den nächsten das öffnen soll, wie viele Kugeln ich da nehme. Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen besser Bescheid. Bei dem anderen musste ich ja ein bisschen immer hier rumsuchen. Erstmal hier gucken, ob wir da wieder was sind. Nein, wir haben natürlich wieder das hier mit dem E drauf. Okay, das wird wahrscheinlich immer das gleiche sein. Aber hier ist immer eine spezielle Information. Nein, es ist schon wieder die gleiche. Schon wieder hier die Glühbirne mit der Hose. Da ist schon wieder Smarty Pants. Oh, bitte nicht die gleiche. Nicht schon wieder direkt die gleiche. Das wäre blöd. Aber ich habe ja auch schon mal was hier erfahren, ne? Als ich das LOL Konfetti Pop Display geöffnet habe, da hatte ich ja zwei verschiedene, ne? Da hatte ich ja zwei gleiche Kugeln. Was heißt zwei gleiche Kugeln, sondern zwei sehr, sehr ähnliche Puppen. Und die konnten verschiedene Sachen. Das heißt, das sind wahrscheinlich Schwestern, die verschiedene Sachen können. Die eine hatte halt einen gefärbten Badeanzug, dann konnte die andere, ich weiß gar nicht mehr, die hatten auf jeden Fall, waren auf jeden Fall leicht unterschiedlich. Die eine hat die Haare verfärbt und die andere nicht. Die andere hat den Badeanzug irgendwie, ach nee, die andere hat sich, glaube ich, gar nicht verfärbt, genau. Mignon, ja, das ist wieder das Gleiche, was hier steht. Ja, hier auch wieder. Und auch wieder ein Tee für Tatze. Ich finde es ein bisschen schade, dass das hier nicht ein bisschen anders gemacht ist. Dass man noch mehr rausfinden muss mit diesem Eisbein-Ding, mit dieser Lupe. Das hätte ich sehr, sehr viel cooler gefunden, wenn man da ein bisschen mehr noch suchen müsste und ein bisschen rätseln müsste oder so. Das finde ich bei den Kapseln so cool, bei den Underwraps, dass man da richtig immer den Code eingeben muss und dass der nicht immer gleich ist, dass man das irgendwie so verschieden rausfinden muss. Das finde ich total cool. Schade, dass sie das bei den Pets hier nicht auch gemacht haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es die Pets schon richtig in Deutschland gibt. Ich glaube schon. Ich glaube ja. Oh, wieder eine andere Sandfarbe hier. Also das hier sieht schon mal wieder auf den ersten Blick ganz anders aus. Die Lupe ist wieder dabei. Wichtig, die braucht man natürlich. Okay, auch das ist wieder gleich. Dann fangen wir mal wieder mit dem kleinsten an.
Ah, so, okay. Das ist diesmal die Schaufel. Jetzt haben wir einen Hundeknochen. Ah, Moment, Moment. Also wir haben einen Knochen. Aber ich schätze, es ist ein Hundeknochen. Vielleicht haben wir dieses Mal tatsächlich einen Hund. Boah, ich habe eben noch gar nicht geguckt, ne? Ich habe gar nicht geguckt, was sie kann und wie sie heißt. Warte mal, das gucken wir mal eben kurz zwischendurch. Das wäre ja sonst doof, wenn wir das nicht wissen. Hier, die Kleine, die gehört zum Spirit Club und sie heißt Teacher's Owl. Die ist das. Sie ist leider auch nicht selten und sie kann weinen oder spucken. Okay, das gucken wir nachher mal, was sie kann. Gehen wir wieder zurück zu der anderen hier. Ist auch wieder so eine große Tüte, wo aber wenig drin ist. Ich weiß gar nicht, warum man deswegen so eine große Tüte überhaupt braucht. Quatsch. Wegen so einem kleinen Ding hat man so eine riesen Tüte. Oh, cute. Ein Mini-Outfit, irgendwie so ein bisschen aus wie ein Sportoutfit mit einem kleinen B vorne drauf. Das hier ist wahrscheinlich wieder die Flasche. Ach Gott. Hä, was ist das denn? Bubbly. Die Seifenblasen oder was? Was kann man denn damit machen? Kann man aufdrehen? Hä? Oder kann man damit einfach nur Blasen machen? Hier oben ist so ein kleiner Korken drin. Der bubbelt. Was ist das denn? Hä? Da kann man irgendwas, da ist irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Bubbly, ist das Seifenwasser? Boah, ich bin gerade voll überfragt, was das ist. Ich lese noch mal ganz kurz hier in der Beschreibung nach. Moment. Genau, das habe ich doch vorhin gesehen. Das hier, das ist ein Schaumbad, was man machen kann damit. Aber was macht das, wenn man das da reintut? Das ist ja eine Sache. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ich glaube, ich tue das da erstmal nicht rein. Ich weiß nämlich nicht so genau, was ich damit machen soll. Zur Not, wenn ich halt am Ende das alles nochmal zeige oder so, wenn ich nochmal ein Abschlussvideo mache mit allen Figuren, dann kann ich es ja theoretisch dann nochmal machen. So, wir gucken mal, was guckt hier raus? Wir sehen einen kleinen Pony. Ich glaube, es ist ein Hund. Ah, das ist jetzt wirklich ein Hund. Süß, ein Hund. Ja, Hunde sind ja immer süß, ne? Hunde sind immer total schön, ich liebe Hunde. Auch der könnte wieder hier hinten ein Häufchen machen. Mit den kleinen Zöpfen hier an der Seite. Aber die sind schon um einiges kleiner irgendwie gefühlt, ne? Als die anderen Püppchen. Die Eier sind ja auch, die Kugeln sind ja auch kleiner. Hier müssen wir nochmal gucken, wer du bist. Ich habe ja das hier noch geöffnet. Ja, ist natürlich eigentlich klar. Wir haben ja hier den Spirit Club. Spirit Club war ja diese Glühbirne mit der Hose. Und das heißt, wir haben jetzt aus dem Spirit Club tatsächlich in diesem Video schon beide gekriegt. Und beide sind leider auch nicht selten. Sie kann sich entweder in die Hose machen oder Fragezeichen. Fragezeichen war ja sonst immer aus den Ohren irgendwas machen, aber ich glaube, hier gibt es nichts, was aus den Ohren kommen kann. Deswegen, wir ziehen dir erstmal dein Outfit an, oder? Und dann buddeln wir gleich die ganzen Sachen aus dem Sand aus. Ich bin jetzt so glitschig, weil ich irgendwie so viel dieses Zeug da an den Fingern habe. Hey, wieso bist du denn so glitschig? Na komm schon. Ja. So, was für eine kleine Fummelarbeit. Aber wenn es dann drauf ist, dann ist es mega cute. Total süß hier mit diesem Outfit. Die ist, glaube ich, jetzt die erste, die so ein richtiges Outfit anhat. Die anderen hatten immer nur irgendwelche anderen Sachen. Eventuell hat die auch ein paar Schuhe. Das würde eventuell funktionieren, weil sie hat relativ nackte Füßchen. Und da würde man eventuell auch nochmal... Oh, die hat ja auch kleine Tatzen. Da würden auf jeden Fall auch ein paar Schüchen dazu passen. Da unten sind so kleine Tatzen aufgemalt. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Auch voll süß. So, einmal hier in Blau. Das müssen wir auch noch rausholen. Dann graben wir hier gleich mal mit der Schaufel. Mal gucken, welche Farbe der Sand hat. Der hat hier vielleicht auch wieder eine andere Farbe. Vielleicht mal Pink. Ja, oh, ich hatte recht. Oh, das ist immer die gleiche Farbe. Na doch. Nee, bisher haben sie immer gegensätzliche Farben gehabt. Und wir graben mal wieder hier ein bisschen drin rum. Kann man natürlich nachher auch wieder reinmachen. Und dann kann man mit... Warte mal, ich zeig das nochmal kurz. Mit dem hier... Das ist ja die Rückseite. Kann man das auch wieder reinstanzen, gehe ich mal stark von aus, in diesen magischen Sand. Der fühlt sich übrigens echt, echt spannend an. Ich habe noch nie so magischen Sand angefasst. Damals gab es nämlich keinen magischen Sand. Es gibt ja mittlerweile so viele coole Sachen. Oh, ich habe auch richtig coolen Schleim, den ich jetzt bald bekomme. Ich hoffe, da habt ihr richtig Bock drauf, weil ich habe nämlich total Bock auf diesen Schleim. Ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Also nichts, kein Schleim, den man selber machen muss. Ich bin gespannt. Ich weiß selber noch nicht genau, wie der aussieht. Ich hoffe, einige von euch mögen auch Schleim, weil ich habe es auch gesehen, dass ihr das geschrieben habt, dass ihr gerne Schleim sehen wollt, unter anderem. Neben LOL natürlich ganz viel. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir hier, das sind schon wieder keine Füße. Keine Schuhe. Ich habe keine Füße. Hä? Das ist, hä? Woof. Ruff. Ruff. Woof. Okay. Ach so. Sie ist ein Cheerleader-Hund. Sie ist ein Cheerleader-Hund, denke ich mal. Und sie hat halt hier diese Fahne zum Anfeuern. Ich weiß allerdings nicht genau, wie sie halten soll. Warte mal, ich stecke mal kurz hier oben rauf. Das wird sogar passen.
Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass das so gedacht ist, aber irgendwie würde das passen. Wir machen das jetzt einfach mal so, weil, ne, wir sind ja frei in dem, was wir tun. Jetzt hat sie hier oben so ein kleines Fähnchen und feuert damit die ganzen Leute an. Beim Basketball oder so. Ja, sie heißt Chirara auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich ja noch festlegen, ne? Wen finde ich am süßesten? Und dann müssen wir gleich nochmal kurz Wasser holen und dann gucken, was sie tun. Unter Wasser, was heißt unter Wasser? Mit Wasser. Das, das oder das hier? Ich finde es total schwer. Total, total schwer zu sagen. Ich glaube, ich finde sie am süßesten. Aber die anderen finde ich genauso süß. Ich finde, die sind auch so verschieden. Ich mag das total. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr am besten findet. Und jetzt hole ich mal ein bisschen Wasser und dann schauen wir mal, was dann passiert. Jo, hier ist das Wasser da. Fangen wir mal mit dem ersten an, was wir gefunden haben. Ich lasse auch mal die Outfits an. Ich weiß nicht genau, ob die sich verändern. Kann ja auch mal sein, dass sowas passiert. Ich glaube zwar nicht. Aber das hier sollte entweder die Farbe verändern oder... Genau, also entweder die Farbe verändern oder weinen. Wir tun es mal in heißes Wasser und gucken mal, was passiert. Okay, aua, heiß, heiß, bis auf dass ich mir die Finger verbrenne, passiert nichts. Heiß, okay. Nee, da ist nichts passiert, da hat sich nichts verändert. Dann gucken wir mal, was passiert, ob wir, wenn wir dich ins kalte Wasser tun, ob da was kommt. Oh, jetzt sieht man nichts, weil das voller Eiswürfel ist. Oh, Moment mal, passiert da was? Ich glaube, ich nehme mal ganz kurz hier das da ab. Das Wasser ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich weiß nicht genau, ob sich jetzt hier gerade die Haare irgendwie ganz hell geworden sind. Ich glaube nicht, oder? Hat sich gerade die Haare verändert? Nee, ne? Also die Farbe hat sich jetzt meines Erachtens nach nicht verändert. Wenn ihr irgendwie was gesehen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Ich werde jetzt nochmal gucken. Jetzt müsste es ja eigentlich weinen. Deswegen tauchen wir es mal unter. Ah, da kommt auch schon was raus aus den Augen. Insofern kann sie wahrscheinlich weinen. So, da zeige ich euch nochmal hier oben. Ja. Eindeutig. Sie weint eindeutig. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt das weinende Pferdchen erwischt und nicht das, was die Farbe verändert, weil es gibt ja auch immer verschiedene, habe ich ja schon gesagt am Anfang. Deswegen gehe ich mal davon aus. Schade. Ich stehe ja total drauf, wenn sich halt immer die Farbe verändert, ne? Bin ich ja ein Freund von. So, die zweite war die kleine Eule. Ich glaube, da nehme ich aber die Brille ab, oder? Also ich glaube, da werde ich mal hier, sie werde ich mal ausziehen. Weil die kann sowieso entweder weinen oder spucken, glaube ich. Genau, also sie kann entweder weinen oder spucken. Schauen wir mal, was mit der passiert. Ah, ich sehe schon, es kommt auch hier aus den Augen. Oh, wo hat sie denn jetzt hingeweint? Unkontrolliertes Weinen. Eindeutig, sie weint. Ist das so traurig hier heute oder was? Ich habe nur weinende Tiere. Die könnte sich jetzt entweder in die Hose machen oder Fragezeichen. Fragezeichen, keine Ahnung, vielleicht verändert sie ja irgendwie ihr Outfit. Könnte natürlich auch möglich sein. Oder vielleicht war das Fragezeichen auch das hier. Ich mache das jetzt nicht rein. Falls jemand von euch weiß, was es damit auf sich hat, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Falls ich jetzt wieder irgendetwas falsch gemacht habe oder so oder nicht bedacht habe. Hier verändert sich schon mal nichts. Okay, und hier... Naja, schade. Ich hätte gedacht, vielleicht verändert sich ja was am Outfit, aber auch da hat sich leider nichts getan. Jetzt hoffe ich natürlich darauf, dass sie wenigstens... Oh ja, das könnte sein. Es könnte sein, dass wir hier eine Pipi-Puppe haben. Oh, da kommt hinten mal... Oh, ich glaube, wir haben eine Pipi-Puppe. Ja! Da hatte ich ja im letzten Video das erste Mal eine, die wirklich sich in die Hose gemacht hat. Und ich glaube, jetzt haben wir die nächste. Da hat schon ganz viele... Oh! Seht ihr das? Wow, voll der Strahl! Na, was machst du denn da? So, jetzt hat sie ins Becken gemacht. Jetzt gucken wir mal, dass sie hier vielleicht einmal außerhalb noch... Oh, oha. Oh, das spritzt aber. Oh, das spritzt aber ganz schön weit hier, du. Da hat sie, oh, da hat sie den Strahl aber nicht unter Kontrolle. Ah, da hat sie viel getrunken heute. Hui, das ist nicht schlecht. Okay, das finde ich cool. Damit hast du jetzt wieder einen Schritt auf meiner Skala nach oben gemacht. Die mag ich natürlich jetzt auch sehr gerne. Schade, dass sich das Pferd nicht verändert hat. Das finde ich total, total schade. Das wäre noch besser gewesen. Aber irgendwie, leider, hast du dich nicht verändert. Oder irgendwie hat sie, keine Ahnung, was gekriegt. Nee, nein, das hätte ich schon gesehen. Oder man muss sie vielleicht länger drin halten. Das kann natürlich auch sein, dass ich da irgendwie zu kurz sie nur reingehalten habe. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich verändert. So, jetzt habe ich erstmal drei Kugeln aufgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange dafür brauche. Ich werde das wahrscheinlich wieder ordentlich zusammengeschnitten haben. Ich habe aber über eine Stunde hier schon wieder aufgenommen für das Video.
Es war einfach so viel und so viel auch zu entdecken. Und da sieht man mal wieder, wie lange man sich eigentlich mit so einer Kugel auch beschäftigen kann. Wie lange man da irgendwie drin rumsuchen kann und sowas. Man wird total begeistert. Was mit den Little Sisters ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie die Aufmachung ist. Will ich vorher auch gar nicht wissen. Ich möchte mich wieder überraschen lassen, möchte das halt wieder gemeinsam mit euch machen. Ihr sagt mir gerne wieder irgendwelche Tipps und so. Und das läuft ja immer ganz gut, wenn ihr mir irgendwelche Ratschläge geben könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wird als nächstes LOL-Video erstmal entweder das Little Sisters kommen, wenn das schon da ist, oder wieder das letzte von den LOL Konfetti Pop. Das ist nämlich auch eine meiner Lieblingsserien. Die ist richtig cool. Mit dem ganzen Konfetti und so. Falls euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert unten meinen Kanal kostenfrei. Und dann könnt ihr, wenn ihr das Glöckchen anmacht, auch immer informiert werden. Ja, top Deutsch, hallo. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.